Ich habe mal wieder ein neues Spielzeug zum Ausprobieren bekommen, und zwar einen neuen Gerätetracker oder Fahrzeugtracker. Nennt sich SysApp, wenn ich das richtig ausspreche. Ja, und wenn euch das auch interessiert, dann bleibt dran. Ja, hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge. Und wie gesagt, heute habe ich mal wieder was zum Ausprobieren bekommen. Sprich, das Gerätchen habe ich wieder kostenlos zur Verfügung gestellt kriegt zum Testen. Und aber ansonsten keine Auflage, was ich jetzt da erzähle. Bei Tracker werden dann auch einige sagen, ah, du hast doch schon den Wingman. Same but different, würde ich sagen. Also ist schon dieselbe Kategorie, ein bisschen anders. Ich werde dann auch noch mal ein Video machen, wo ich die beiden vergleiche, aber heute soll es halt wirklich um die SysApp gehen, also um das SysApp Device. Also ich hoffe vor allen Dingen mal, dass ich das jetzt richtig ausspreche, den Namen so, keine Ahnung. Und ist halt auch ein Fahrzeugtracker mit Bonus-Features sozusagen. Wird halt schon versucht, ja, das Thema Fahrzeugortung und Aufzeichnung und so weiter natürlich so weit wie es geht auszunutzen. Das Gerätchen an sich, sehr schöne Sache, ganz kleines Gehäuse nur, wobei ich gesehen habe, die haben noch einen Vorgänger, der war sogar noch mal kleiner, theoretisch auch die gleichen Features, aber von der ja, Mobilfunkunterstützung war das nur 2G. Und die Netzwerke werden ja so nach und nach in verschiedenen Ländern abgeschaltet, funktioniert also nicht mehr überall. Deswegen wird eigentlich nur noch der Fokus gelegt jetzt auf das Neue. Vom Gehäuse her etwas größer, aber ansonsten finde ich es trotzdem immer noch echt geschmeidig klein und komplett wasserdicht. Also hat eine IP, ich blende es gerade mal ein, Zertifizierung, wassergeschützt, Staub und so weiter. Funktioniert soweit richtig gut und vor allen Dingen von der Handhabung her sehr einfach, weil es gibt einfach nur die Stromverbindung, 12 Volt irgendwie, beziehungsweise ist sogar, keine Ahnung, 10 bis 30 Volt oder sowas wird haben und dann läuft das. Und es läuft auch komplett autark, das finde ich halt auch wiederum recht nett. Im Prinzip ist es so, sobald das Dingelchen Strom kriegt, fängt es an, seine Arbeit zu tun. Es zeichnet die Position auf und so weiter, wobei es dann grundsätzlich noch, ja, wenn es sich nicht bewegt, geht es in Ruhezustand. Sobald es anfängt, bewegt zu werden, fängt es an aufzuzeichnen und das Ganze an Server zu senden. Das muss man natürlich sagen. Wie gesagt, es arbeitet autark und kommuniziert immer mit irgendeinem Server, wo es die Daten ablädt. Und die Verbindung zum Handy oder zu euch passiert eigentlich nur über diese Geräte-EMI-Nummer, heißt das, glaube ich, immer. Wo quasi die Verbindung hergestellt wird. Das heißt, ihr legt dann im Konto an, verknüpft das mit dieser EMI-Nummer und quasi alles, was diese EMI-Nummer abgespeichert hat, könnt ihr dann abrufen. Es ist auch, ich denke mal, für viele recht einfach gehalten, weil letztendlich die wollen nur eine E-Mail-Adresse von euch, an die ein Bestätigungscode geschickt wird, dass halt die E-Mail-Adresse wirklich richtig ist und funktioniert. Und sobald ihr das gemacht habt, ist diese Verbindung da. Rein von der App her, die ich euch dann gleich noch zeige, ist also keine direkte Verbindung zu dem Gerät, sondern der Datenaustausch und auch die ganzen Dienste, die ich da noch so zeigen werde, funktionieren alle von diesem Server aus. Das heißt, braucht ihr dann theoretisch noch nicht mal ein Handy dabei haben, außer ihr wollt natürlich die Benachrichtigung sehen, sondern das Teilchen tut halt komplett von alleine seinen Job. Und jetzt muss ich mich mal kurz von der Zukunft melden sozusagen, weil ich tatsächlich einen der wichtigsten Punkte bei der ganzen Geschichte vergessen habe. Habe das erst im Nachhinein gemerkt, aber ich finde, das gehört weiter vorne ins Video. Deswegen mische ich mich hier mal kurz ein. Und zwar geht es natürlich um den wichtigsten Punkt, mit dem SysApp sozusagen wirbt, und das ist, dass es keine Abogebühren gibt. Das heißt, es ist wirklich eine Einmalzahlung, die ihr hier leistet für das Gerät, und damit ist das erledigt. Also kein Datenvertrag, irgendwas, das ist alles mit abgedeckt.
und das Ganze auch weltweit. Also überall, wo in irgendeiner Form ihr Datenempfang habt, mobilen, funktioniert das Gerätchen auch. So der Hersteller. Und das ist, finde ich, schon ein relativ wichtiger Punkt, dass man da halt in Anführungszeichen keine Einschränkungen hat. So, genug eingemischt. Weiter geht's mit dem normalen Video. An der Stelle ist dann vielleicht noch wichtig, es hat auch nur einen ganz kleinen Akku selber eingebaut. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, hält er in etwa 3 Stunden durch. Also wenn es stromlos wird, würde das Teil noch 3 Stunden aufzeichnen, die Position aktualisieren, sodass er zum Beispiel Diebstahlmeldung, ja, 3 Stunden quasi noch hätte, wenn es abgeklemmt wird. Aber normalerweise hängt es halt an der Batterie und hat halt Dauerstrom. Und da muss ich gestehen, habe ich jetzt die genauen Zahlen nicht mehr im Kopf. Ich blende euch die mal hier ein, die vom Hersteller angegeben sind, was das Gerät im Betrieb braucht, was es im Ruhezustand braucht und dann über einen Tag drüber weg. Sollte eigentlich ziemlich okay sein. Ganz nebenbei sendet das Gerät also auch die, den Status der Batterie, sodass er so quasi auch gleich mitbekommt, wenn das Teil jetzt, da, weil das Motorrad zu lange am Stehen habt, dann irgendwann die Batterie leer saugen würde, würde er zumindest noch eine Information darüber kriegen, dass er mal irgendwann entweder fahren müsste oder die Batterie laden. Batterie laden stand dann auch gleich dabei, kann man sozusagen machen, während das Gerät angeklemmt ist. Anschluss funktioniert eigentlich total simpel, sind wie gesagt nur diese 2 Kabel, die ihr dann an die Batterie direkt anklemmen könnt. Bei mir war es jetzt wie üblich wieder so, der Weg runter bis zur Batterie, die sitzt ja bei mir unten in der Schwinge drin, ist mir immer zu aufwendig. Ich habe das ja sowieso unterm Sitz liegen und dort ist auch der Diagnosestecker von der Ducati und da sind 12 Volt drauf. Und dementsprechend habe ich mir halt einfach den passenden Stecker wieder an das Kabel dran gemacht und kann den jetzt einfach an den an diesen Diagnosestecker anschließen. Bezüglich jetzt nochmal abklemmen, wenn jetzt quasi geklaut wird, die Batterie geht all oder derjenige stöpselt das irgendwie ab, bekommt er auch sofort eine Benachrichtigung, dass das Gerät vom Strom getrennt worden ist. Eine von den Sachen, die ihr halt einstellen könnt. Generell Benachrichtigungen gibt es verschiedene. Zeige ich euch dann gleich auch nochmal, wenn wir uns die App angucken, was ihr da alles einstellen könnt. Ja, und da wären wir eigentlich auch schon bei der App hier. Ich habe gerade mal angehalten, mir hoffentlich jetzt diesmal einen ordentlichen Platz ausgesucht, wo wir nicht so genervt werden, wo wir uns das Ganze mal angucken können. Wie gesagt, beim Registrieren von dem Gerätchen müsst ihr eigentlich nur eine E-Mail-Adresse angeben. Ihr könnt auch mehr machen, aber das ist so das Minimum, was ihr machen könnt. Ich gehe hier gerade noch mal rein. Das heißt, hier unter eurem Konto, ihr seht schon, ich habe auch nur eine Kontonummer sozusagen oder Konto-ID und jetzt nur meinen Nutzernamen und noch nicht mal Name, Vorname angegeben. Und trotzdem läuft das Ganze hier schon. Hier unter der Fahrzeugliste werden dann eure Geräte aufgelistet. Das heißt, hier in meinem Fall jetzt meine Monster sozusagen. Ihr müsst eigentlich nur diese E-Mail-Nummer eintragen. Die ist auf der Verpackung entsprechend abgedruckt. Tragt ihr hier ein und damit wird sozusagen dieses Fahrzeug hier mit dem Konto verbunden, wo die ganzen Daten vom Gerätchen hingesendet werden. Ihr könnt auch hier entsprechend wieder alles schön noch zusätzlich eintragen, auch ein Bild von dem von eurem Fahrzeug, und es beherrscht natürlich theoretisch auch mehrere Geräte. Das heißt, wenn ihr mehrere Fahrzeuge habt, in jedem so ein SysApp-Device drin, werden die halt hier entsprechend in der Liste aufgezeigt. So, bevor ich jetzt hier noch ein paar mehr von den Einstellungen zeige, gehe ich erstmal auf den Hauptbildschirm zurück. Hier seht ihr dann schon oben links in der Ecke, Spannung von eurer Batterie wird angezeigt. Und da könnt ihr dann auch gleich nochmal sehen, in den Benachrichtigungen könnt ihr euch darüber informieren lassen. Dann habt ihr das Wetter an dem Gerät, wo euer, an dem Ort, wo euer Fahrzeug steht, ob das SysApp-Device quasi online ist. Das heißt, sobald er jetzt da wirklich vom Strom her komplett getrennt ist und die Batterie leer gelaufen ist und nichts mehr sendet, dann wird er halt als offline angezeigt. Auf der rechten Seite zeigt er hier dann an, ob er jetzt da gerade
registriert, dass das Fahrzeug steht oder ob es halt am Laufen ist. Das Bild in der Mitte ist einfach nur, je nachdem, was ihr für eine Kategorie ausgewählt habt. Dann habt ihr ein kleines Stück von der Karte, wo auch angezeigt wird, wo das Gerät gerade steht. Und hier unten haben wir jetzt schon verschiedene Widgets. Gruppenfahrten, das ist was, hier könnt ihr wirklich jetzt auch so gemeinsame Fahrten machen, wobei sich das aktuell rein auf Benutzer von dem SysApp-Geräten bezieht. Das heißt, hier werden nur andere aufgelistet, die halt auch so ein Gerät drin haben. Ihr könnt hier manuell wirklich eine Fahrt anlegen, könnt sagen, jetzt keine Ahnung, ich will jetzt da losfahren und irgendwas. Und dann könnt ihr, wenn ihr das Ganze angelegt habt, ich mache jetzt da hier einfach mal gerade, sage hier einfach nur Test und irgendwas rein, mit welchem Fahrzeug, sagt hier erstellen. Theoretisch hätte ich natürlich auch noch ein Bild wählen können. Und das ist jetzt sozusagen komplett manuell. Also es ist nicht so, dass sie automatisch irgendwo angezeigt werden und es können welche hinzu sich euch anschließen, sondern hier müsst ihr jetzt wirklich entsprechenden Link senden oder diesen QR-Code scannen lassen von jemand anders. Und letztendlich nur dann treten die quasi eurer Fahrt bei. Und das funktioniert halt wiederum auch nur mit der App von dem SysApp-Gerät. Sprich, ihr müsst ein entsprechendes Gerät haben. Wenn ihr das Ganze gemacht habt, dann seht ihr halt auf der Karte, wo die anderen sich auch befinden. Konnte ich leider noch nicht ausprobieren, weil ich niemanden anderen habe, der im Moment so ein Gerätchen hat, dass ich das mal wirklich angucken könnte. Das nächste hier sind dann schon die Benachrichtigungen. Das heißt, hier wird jetzt wirklich angezeigt, was ihr an Benachrichtigungen vom Gerät habt. Hier seht ihr jetzt auch gerade, Achtung, leichte Bewegung erkannt, weil ich hier halt ein bisschen drauf rumrüttel und er im Moment schon eine längere Zeit sachtig steht. Deswegen kriege ich hier schon eine Benachrichtigung. Ansonsten sind die hier alle so aufgelistet. Das sind jetzt sozusagen die gelesenen, die ich irgendwann habe. Und oben könnt ihr halt immer auswählen den Datumsbereich, von wann ihr irgendwelche Benachrichtigungen haben wollt. Da ein kleiner Tipp schon mal, weil ich am Anfang immer gedacht habe, was ist denn das? Funktioniert ja gar nicht. Wenn ihr einmal drauf drückt, dann wird hier einfach das Startdatum gesetzt. Nochmal drauf drücken, wird das Enddatum gesetzt. Also nicht wundern, wenn ihr einmal nur irgendwo auf ein Datum drückt, dass sich nichts tut. Ihr müsst halt immer gucken, dass ihr hier unten eine entsprechende Range eingestellt habt, die ihr sehen wollt. So, zurück ins Hauptmenü. Dann haben wir hier den Organizer oder Organisator. Das ist so ein bisschen ein Gimmick. Da gibt es so eine vorgefertigte Liste an Punkten. Hier technische Überprüfung, sprich TÜV zum Beispiel. Versicherung ist fällig, allgemeine Wartung, Kettenwartung. Und hier könnt ihr halt immer einen entsprechenden Wert einstellen. Das sind aber alles fest vorgegebene Sachen. Aber selbst bei denen könnt ihr dann halt sagen, ob ihr hier eine Push-Benachrichtigung oder sogar eine SMS kriegen wollt. Je nachdem, ob es jetzt Kilometer oder eine Zeitdauer ist sozusagen, die ihr wissen wollt. Wie gesagt, ein nettes Gimmick, aber hat noch eigentlich nichts mit dem Gerät an sich zu tun. Finde dein Fahrzeug. Das ist eigentlich nur ein praktischer Shortcut. Das heißt, wenn er jetzt hier drauf drückt, wird automatisch zum Beispiel in dem Fall Google Maps geöffnet, wo die Position vom Gerät hingesendet wird. Und ihr könnt jetzt sagen, ich will eine Route dahin berechnen, wenn es halt geklaut worden ist und ihr wollt dahin kommen. Oder ihr habt es irgendwo abgestellt, wo ihr es nicht mehr findet, könnt ihr euch quasi dahin navigieren lassen. Standort teilen in Echtzeit, das ist jetzt schon ein Teil, das habe ich mir da hingeräumt. Wie das funktioniert, sage ich auch gleich nochmal. Hier könnt ihr jetzt wirklich euren Standort teilen. Und da seht ihr schon, habe ich hier immer einen Eintrag gemacht. Das heißt, hier macht er jetzt wirklich einen speziellen Link, den ihr mit jemandem teilen könnt, zum Standort teilen. Hier könnt ihr auch wiederum sagen, Name, Bild, Geschwindigkeit, was ihr alles teilen wollt. Wenn ihr mehrere Geräte habt, welches Gerät sozusagen angezeigt werden soll, könnt ihr dem Ganzen wiederum irgendeinen Namen geben, zum Beispiel von eurer Tour oder irgendwas. Und hier könnt ihr dann jetzt einstellen, wie lang ihr den Standort teilen wollt, unter diesem Link, der dann generiert wird, also entweder nur 15 Minuten, Stunde, 3 Stunden oder für immer. Und hier unten könnt ihr auch noch einstellen, ob die Daten in Echtzeit geteilt werden soll. Das heißt, ob er jeweils wirklich sehen soll, wo ihr euch genau in dem Moment befindet oder halt zeitverzögert 30 Minuten, eine Stunde, ein Tag.
Und das Ganze könnt ihr dann halt hier entsprechend wieder abspeichern. Und hier habt ihr entsprechend einen Link, den ihr teilen könnt oder direkt den Link aufrufen und dort nochmal teilen. So, und dann könnt ihr hier einfach auch unter Umständen auf den Link drauf gehen. Da wird eine Webseite aufgemacht und dort wird das angezeigt. Und den Link könnt ihr halt, wie gesagt, mit jedem teilen und dann können die immer gucken, wo er gerade rumschwirrt. Das hier unten, die Entfernung, das bezieht sich jetzt immer auf den jeweiligen Tag. Das ist eigentlich auch nur ein Shortcut, der sozusagen angezeigt wird. Hier seht ihr jetzt einfach nur so einen dicken Strich, weil ich das Teil erst angeklemmt habe hier hinten. Deswegen gibt es eine große Linie. Aber da seht ihr sozusagen die Werte für den aktuellen Tag und könnt das Ganze hier auch teilen. Das zeige ich dann aber auch gleich nochmal. Und das sind, wie gesagt, erstmal nur die wichtigsten Widgets, die ihr sehen wollt. Da gibt es mittlerweile auch schon mehr. Und die seht ihr hier dann auf dem nächsten Screen, auf diesem Widget-Screen. Und hier wird dann auch angezeigt, die so ein grünes Häkchen haben, das sind die auf der ersten Seite auftauchen. Und dann gibt es noch ein paar mehr. Wie gesagt, normalerweise ist, glaube ich, das Geschwindigkeits-Widget hier an dem Fleck, wo Standorteilen ist. Das habe ich mir hier schon umsortiert. Könnt ihr also einfach per Track and Drop machen. Gibt hier noch lautlos, da werden die Benachrichtigungen sozusagen stumm beschaltet und bewacht ist sozusagen, dass ihr diese Bewegungsmeldungen für eine Zeit lang nicht haben wollt, könnt ihr halt hier entsprechend einstellen. Ich mache nochmal gerade was Einfaches, das ist hier die Information, das ist hier im Prinzip eine kleine Anleitung. Ansonsten haben wir hier dann die Karte jeweils. Zur Karte kommt er genauso, wenn er hier direkt auf die Karte drauf tippt, ist beides dasselbe. Die Karte können wir so ein bisschen anpassen, verschiedene Farben für die Linien, Dicke für die Linien, ob ihr die Parkmarkierung, das heißt dort, wo ihr länger angehalten habt, ob ihr das markiert haben wollt, Strichgrenze anzeigen und so weiter, auch den Kartentyp. Die Farbe, wenn ich das richtig gesehen habe, wenn ihr mehrere Geräte habt, könnt ihr sozusagen den verschiedenen Geräten verschiedene Farben geben, ist auch ganz praktisch. Das sind hier die Einstellungen. Wenn ihr jetzt hier in der Karte einfach rumzoomen wollt, kleiner Tipp wieder am Rande, standardmäßig nach ein paar Sekunden zoomt ihr wieder zurück auf euer Fahrzeug. Das könnt ihr hier mit dem Auge abschalten. Das heißt, wenn das ausgeschaltet ist, dann könnt ihr jetzt hier wirklich auch in der Karte rumzoomen und die bleibt dort. Und erst wenn ihr das entsprechend wieder anmacht, dann wird automatisch wieder auf euren Punkt gefokust. Hier auf dem ersten Punkt hier unten könnt ihr jetzt wiederum sehen oder die Ansicht einschränken. Hier unten seht ihr dann immer, was an dem Tag alles angefallen ist, wo ihr überall geparkt habt und welche Strecken ihr gefahren seid. Und wiederum könnt ihr jetzt hier, jetzt muss ich gerade mal gucken, wann ich gefahren bin. Doch da habe ich, wie gesagt, zweimal klicken, um diesen Bereich zu setzen. Und jetzt seht ihr quasi, was ich an dem Tag gefahren habe und jeweils immer Strecken parken. Wenn ich jetzt hier eine Strecke raussuche, dann kriege ich die entsprechend jetzt auf der Karte richtig angezeigt. Und hier könnte ich jetzt zum Beispiel auch sagen, ich will die teilen. Und dort könnt ihr auch nochmal auswählen, was ihr jetzt wirklich alles teilen wollt, ob ihr sämtliche Informationen und welche Abschnitte ihr gegebenenfalls teilen wollt. Und wenn ihr jetzt auf Teilen geht, könnt ihr euch aussuchen, ob ihr das Ganze als GPX teilen wollt oder genau dieses Bild, was jetzt oben angezeigt wird, entsprechend weitersenden. In der Mitte haben wir irgendwas mit Ecofahren. Ich konnte es noch nicht so richtig deuten, was es jetzt wirklich ist. Ich würde es mal wieder mehr so als Gimmick deuten, quasi. Recht interessant ist hier dann nochmal das Geofence auf der Seite. Das heißt, das könnt ihr hier einstellen. Und da könnt ihr bestimmte Zonen einstellen, über die ihr auch benachrichtigt werden wollt. Das heißt, ich sage jetzt hier zum Beispiel, okay, ich hätte gerne, keine Ahnung, hier in Tann, da hätte ich eine Geozone und dann könnt ihr noch auswählen, wie groß die sein soll. Ich gehe jetzt da mal hier auf 2000 Meter zum Beispiel und sage hier, zack, rein, kann dem Ganzen wiederum einen Namen geben. Und das Ganze abspeichern und dann könnt ihr sagen, ob ihr eine Benachrichtigung haben wollt, wenn ihr sozusagen in die Zone reinfahrt oder wenn ihr aus der Zone rausfahrt. Anwendungsgebiete, ich bin noch ein bisschen am
überlegen, wo das jetzt wirklich passt, wann können wir das wirklich machen und dann auch so Spinnereien, was kann man damit wirklich machen. Theoretisch sind da, glaube ich, auch immer sowohl Benachrichtigungen als auch SMS, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, dahinter. Das heißt, ihr könnt dann automatisch sagen, wenn ihr einen bestimmten Bereich betretet, dann soll der schon mal die Currywurst für euch warm machen, soll eine SMS kriegen, dass er schon mal eine Currywurst für euch fertig machen kann. Ich weiß es nicht. Also es gibt bestimmt recht praktische Anwendungsgebiete. Es ist ein schickes Gimmick. Ich für mich habe jetzt noch nicht wirklich einen Einsatzzweck gefunden, aber keine Ahnung, was mir so in den Kopf geschossen ist, wenn man jetzt da wirklich auf Reisen ist, dass man jetzt da sagt, man weiß, ein bestimmtes Gebiet ist zum Beispiel recht gefährlich, was man eigentlich umfahren will. Dass man dort so eine Zone einrichtet, damit man irgendwo gesagt kriegt, hier, du bist jetzt aber durch irgendwelche Umleitungen doch dahin gekommen, wo du eigentlich nicht hin wolltest, beispielsweise. Aber ich finde es halt schon eine interessante Geschichte, die man halt hier entsprechend drüber verwalten kann. So, und damit kommen wir zu dem eigentlich Wichtigsten, was ich die ganze Zeit ausgelassen habe, nämlich hier die Benachrichtigung. Wann wollt ihr welche Benachrichtigung bekommen? Lautlos haben wir ja schon mal gesehen, dass man das so ein bisschen stumm schalten kann. Und jetzt gibt es hier die verschiedensten Benachrichtigungen, die wir senden oder über die wir informiert werden wollen. Niedrige Batterieerkennung, das heißt, wenn wirklich Batteriestand runtergeht. Unfall. Ist, ich habe mir das so von denen ein bisschen erklären lassen. Das heißt, das Gerät erkennt auch, ob der Motor läuft oder nicht. Ich nehme mal an, wenn der Motor läuft, wird ja sozusagen der Strom, der pulst ein bisschen durch die Gleichspannungserzeugung. Das erkennen die und dann können sie halt sagen, das Motorrad läuft oder das Motorrad steht. Unfall wäre sozusagen, wenn das Motorrad fährt und es gibt halt einen Aufprall. Aufprall wiederum wäre, wenn das Motorrad irgendwo geparkt ist und jemand rempelt das an oder stößt es um und so weiter. Abgesteckt hatte ich schon mal gesagt, wenn also die Batterie abgezogen wird, dann hat man quasi noch 3 Stunden Zeit, in der das Gerätchen noch Daten sendet. Das heißt, da wird man informiert und abgeschleppt ist, ich finde es ein bisschen unglücklich gewählt, den Begriff. Das ist im Prinzip, wenn das Gerät länger geparkt war und wird dann irgendwie bewegt, also quasi eure Diebstahlmeldung in dem Sinn. Standardmäßig sind hier die ganzen als Push-Benachrichtigung an und ihr könnt halt bei jedem einzelnen Punkt dahinter sagen, hier, da will ich eine SMS entsprechend haben und könnt damit also auch unterschiedliche Nachrichten für die einzelnen So, jetzt war es dann doch einer Kamera zu warm geworden im Stand bei 4K-Aufnahmen und so einer Wärme. Deswegen habe ich mich jetzt schon mal wieder in Bewegung gesetzt. Eigentlich ist auch nur noch ein Punkt übrig geblieben in der App drin. Ihr habt es ja gerade noch gesehen. Ihr könnt also diese SMS-Benachrichtigung wirklich pro Benachrichtigung unterschiedlich einstellen, dass ihr sagen könnt, okay, Unfallmeldung soll natürlich zu jemand anderem gehen als zu euch, weil nützt euch ja nicht viel, wenn ihr eine SMS kriegt, wenn er irgendwo im Graben liegt, die sollte woanders hingehen. Während Diebstahlmeldung wollt ihr natürlich zu euch hin haben. So könnt ihr das halt entsprechend unterschiedlich konfigurieren. Ja, und was ich bis jetzt da so testen konnte, funktioniert das Ganze wirklich problemlos. Also rein vom Anschluss habe ich ja schon gesagt, anklemmen, Strom anklemmen, fertig. Und dann müsst ihr eigentlich keinen Kopf mehr drum machen und könnt schlicht und ergreifend immer nur noch die Daten abrufen, die ihr haben wollt, beziehungsweise euch die Benachrichtigung einrichten, die ihr haben wollt. Für mich natürlich immer wieder ein interessanter Punkt. Ich glaube, den habe ich jetzt auch irgendwie ein bisschen unterschlagen, hat man aber hoffentlich in der Vorstellung von der App gesehen. Es wird natürlich jede Fahrt von euch getrackt, automatisch, ohne dass ihr euch einen Kopf drum machen muss. Und das ist ehrlich gesagt mit einer von den Hauptpunkten für mich ja immer bei der Geschichte. Also neben der Diebstahlmeldung, dass ich halt mitkriege, wenn es bewegt wird, beziehungsweise dass ich es dann hoffentlich wiederfinde, wenn es irgendjemand mitgenommen hat, ist halt diese Fahrtaufzeichnung für mich, weil das finde ich immer wieder interessant, dass ich halt sagen kann, oh Scheiße, an dem Tag, wo bin ich da lang gefahren, kann ich noch mal nachgucken, wo ging das lang, oder dass, wenn ich halt auf Tour bin, dass ich mir keinen Kopf machen muss, dass ich irgendwo die Fahrt aufzeichne, sondern das wird immer alles mitgeschnitten. Für mich, wie gesagt, einer der wichtigsten Punkte bei der Geschichte und was ich bis jetzt gesehen habe, ohne Probleme immer. Also alles schön sauber aufgezeichnet, hat einwandfrei funktioniert.
Ja, und damit soll es das dann, glaube ich, schon gewesen sein. Ich hoffe, es war ein bisschen hilfreich für euch, das Ganze. Vielleicht ist das ja das Gerät, auf das ihr gewartet habt, genau das Richtige. Und von daher bleibt mir dann für diese Woche wie immer nur zu sagen, übertreibt es nicht und genießt den Scheiß. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und tschüss.